lieben Freunde, ich bin wieder zurück. Peace. Ja, ein Auf-Eating-Video wird jetzt kommen. Ich habe mir ein Stück Pizza geholt, aber ich habe noch herausgefunden, dass es da unten auch einen Asian and Barbecue Grill gibt. Da will ich mich heute auch noch mal bedienen. Deswegen habe ich mir nur ein kleines Stück Pizza geholt hier. Und das werden wir jetzt mal zusammen verköstigen. Oh, lecker. Weil von dem Barbecue Grill. Von dem Barbecue Grill, da werden wir. Ist das gerade? Ist ja auch scheißegal. Vom Barbecue Grill werden wir. Das müsste einigermaßen stimmen, ne? Werden wir nochmal gemeinsam zuschlagen. Aber später am Abend. Das ist jetzt erstmal nur so für den kleinen Hunger zwischendurch. Den Lappen hier. Sehr lecker. Mein Lieblingspizzamann hier in Strausberg. Wirklich köstlich. Kleine Handpizza. Weiß nicht, was ich bezahlt habe. Mit Getränk $3. Das Teil auch 3 oder so. Oder noch weniger. Ist nicht teuer dann. Also gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gut gewürzt. Da ist wieder Eis drin. Habe ich vergessen, das Eis zu sagen. Nur Eis. Geht aber noch nicht so viel. Ja. Auf jeden Video. Immer wieder gern gesehen von euch. Ich muss ganz ehrlich sagen, sehr schmackhaft. Ist sehr lecker. So der Happen zwischendurch, ne? Also, was man hier so am Tag zusammen frisst, geht auf keine Kuhhaut mehr. Heute Mittag habe ich mit Messi zusammen, die hat ja noch für ihre Kollegen mexikanisch geholt, natürlich wieder so viel für $70 hat die da eingekauft. Und da habe ich die Hälfte auch noch von gegessen. Bei dem Lunch, weil sie das nicht mehr wollte. Also was man hier am Tag so zusammen frisst, das ist verrückt. Hugo. Ja. Das ist schon extrem. Kein Wunder, dass man hier fett wird, ne? Ich hoffe, ich bin im Bild. Ich kann das ja mal checken. Moment. Ja. Müsste da eigentlich drauf sein, ne? Müsste so ganz gut passen. Ja, muss ich blind machen, ne? Und hoffen, dass ich im Bild bin und richtig im Bild. Weil ihr wisst ja, ein Auf-Eating-Video lebt vom Aufessen. Nam, nam. Keine Ahnung, was die da für eine Gewürzmischung drauf machen, aber fantastisch. Macht echt süchtig. Ja, Sonne ist draußen untergegangen und im Casino schon wieder die Hölle los. Aber es hält sich noch in Grenzen. Also gestern und vorgestern war es schlimmer. Heute ist Sonntag. Viele sind schon wieder abgereist. Ja, wirklich gut. Das kleine, fettige Scheißerchen. Ah.
Ich glaube, ich brauche einen Alarm. Na, mal gucken. Beim Barbecue-Grill gar nichts mehr holen. Aber es sind noch einige Stunden hin. Und vielleicht meldet sich dann noch mal der Hunger. Ja, so läuft das hier nur, ne? Hier nur am Tacos fressen, Burger fressen. Frühstück heute Morgen habe ich mir Alibi halber mal einen Salat gegeben zum Frühstück. Zusätzlich noch zum regulären Frühstück. Also zwei Teller, zwei volle Teller Frühstück sind ja mal drin, ne? Eine wilde Fresserei. Da müsste ich eigentlich auch mal ein Auf-Eating-Video machen. Also wird über eine Stunde dauern. Oh. Aber Pepsi. Und ich schmecke das raus, dass es Pepsi ist. Schmeckt wie Pepsi. Anders. Beliebteste Getränke in den USA. Pepsi ist die Nummer 1. Aber schwer gefolgt von Sgt. Pepper, Root Beer und Coke, ne? Kamera sieht schon ein bisschen lediert aus. Mann, oh Mann. Die hat auch schon was mitgemacht. Habt ihr gemerkt, dass mir doch gerade die Kruste hier eingebrochen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Oder irgendwas zu sagen? Stellt diese Frage jetzt. Oh, Mann. Jetzt geht auch noch Schluck auf. Kalten Kram. Ich schwecke schon so ein bisschen. Ich muss ein bisschen sacken lassen. Merkt ihr, ne? Der Rand. Den mögen viele ja nicht. Aber wenn sie schmeckt, ist auch der Rand lecker. Deswegen immer ohne Eis. Das ist so kalt. Oh. Da kommt ja schon kalt aus dem Automaten. Und da hauen die dann noch Eiswürfel rein. Ein paar waren schon wieder am Jammern unten, habe ich gehört, ein paar Deutsche, dass es im Casino so kalt ist. Also dann kennen sie nicht die Casino-Temperatur von vor ein paar Jahren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die haben das jetzt mit den Temperaturen hier im Griff. Also ich brauche keinen Casino-Pulli mehr. Also ich kann da jetzt so ein T-Shirt rumlaufen und es ist nicht zu kalt da unten. Ne? Das haben die jetzt ein bisschen angepasst. Weil die Jahre zuvor war es so, also da wartete man nur drauf, dass da oben Schnee rauskommt. Und egal, ob es draußen kalt ist oder bullewarm, Casino war immer schockgefrieren und oh, unangenehm. Das ist anders geworden. Das haben die verändert. Und da haben sich wahrscheinlich auch jede Menge Leute beschwert. Ich hatte mich auch schon öfter beschwert. Oh, da heißt es immer, können wir nichts dran ändern. Das ist halt so. Das ist vorgegeben.
So, der Rand, der verspachtelt sich ein bisschen träger, weil man da viel kauen muss. Aber schön knusprig. Aber das Saftige war ja das vorne, das Stück. Lecker. Und daran auch gut. Wie heißt die Pizzeria? Damals hieß sie mal Tower Pizzeria, glaube ich. Die ist in der Nähe vom Tower. Die ist echt klasse. Und in der Einkaufspassage, da haben sie jetzt auch so einen Asian- und Barbecue-Grill. Den kannte ich noch gar nicht. Der muss neu sein. Die will ich heute Abend vielleicht nochmal antesten. Hier noch mal was holen. Ja, so ist man hier den ganzen Tag irgendwie am Fressen. Und dann dachte ich mir, pass auf, Stück Handpizza, lass sie einpacken, to go. Damit ich mit euch noch so ein schönes Auf-Ideen-Video machen kann. Weil, ist ja auch nicht das Schlechteste, ne? Aber jetzt ist mal ein kleiner Hunger zwischendurch, aber auch beseitigt, hätte ich nicht gedacht. Oh. Letztes Stück. Und mein Bauch ist wieder voll. So, fertig. Oh, das ist aber trüge, das Stück. Also, der Rand wird nicht jedermanns Sache sein. Aber die Pizza selbst, absolute Empfehlung, ist nicht teuer. Die sind relativ preisgünstig da unten und schmecken ausgezeichnet, die Dinger. Also ganz toll. So. Klappe zu, Appetit. Tonne. Passt gar nicht in die Tonne, ne? Muss ich so nehmen. Ja. Dann hol ich euch mal dichter an mich ran. Jetzt muss ich ein bisschen nach oben, ne? Schwenken, so. So müsste es besser sein. Oh, hier ist ein Fussel und Dreck drauf. Muss ich mal alles sauber machen hier. So ein bisschen läuft die noch. Ich bin an den Knopf gekommen. Das Auf-Ideen-Video erledigt. Ich könnte euch natürlich auch noch mal die hier zeigen. Die Cheetos Puffs. Cheetos Puffs. Die sehen so aus. Die sind auch lecker. Das sind die Würmer. Das sind die amerikanischen Würmer. Die sind groß. Mit irgendeinem Zeug drauf. Lass mal lesen. Achso, Cheesy, das hier ist, Moment, Cheese Snacks, haben auch einen cheesigen Abgang, aber lecker, ich meine, das haben die ein bisschen drauf, ne, diese ganzen Aromen, das ganze Gewürze und so. Voll lecker, die Scheiße macht echt süchtig. Aber wenn man die weggefressen hat, sieht man dann auch hart aus. Ne? Alles orange. Ein abschließenden Wurm noch. Konsistenz im Mango nachher wie Zement. Reise probieren für morgen. Aber im Auto habe ich auch noch jede Menge Naschis. Muss ich mir noch mal einen Lappen holen.
Das war mein zweites Auf-Ideen-Video. Ich hoffe, das war genauso beschissen wie mein erstes. Entschuldigung. Warum rülpst du und furzt ihr nicht? Hat euch das Essen nicht geschmeckt? My Lady. Ach so. Jetzt muss ich nochmal meine Dampfwassertasche wühlen. Die aktivieren. Die ist munitioniert mit Rotbier. Ja, es schmeckt natürlich nach Mischung Rotbier und Mr. Bubble. Mr. Bubble ist eigentlich auch ganz lecker. Hatte ich euch schon mal erzählt, ne? Also kann man sich auch dran gewöhnen. Das gefällt mir sehr gut. Das mache ich mir ganz gerne mal. Ein paar Züge so nach dem Essen, ne? So soll es aber auch gewesen sein. Hier in die Tasche. Und beim Zocken auch. Hin und wieder mal. Aber nichts mehr, wo man sagen würde, dass man anderen Leuten auf den Sack geht. Ich sehe gerade das Dreck im Objektiv. Das machen wir gleich mal weg. Meine lieben Freunde, wo ich das noch so gut sehe. Schauen hier. Biene ich hier mal ein bisschen. Sowieso schon in der Schutzschicht sozusagen. Leichte Kratzer im Glas. Also ganz minimal. Die manchmal zu komischen Reflexionen führen. Aber für Video reicht das eigentlich vollkommen aus und für Fotos. Aber es ist gut. Alles gut. Wieder sauber. Hab natürlich auch noch meinen Lenspen bei mir in meiner Tasche, aber den hole ich jetzt nicht raus. Für so ein bisschen Staub. Reicht das? Dachte, da ist noch was. Nein, war nicht. Alles gut. So, habe ich sonst noch was? Brauch dir ein paar Streichhölzer. Oder einen Aschenbecher. Straße für Streichhölzer sind das. Ja, Stratosphäre, Streichhölzer. Und zur Stratosphäre gehört natürlich das Arizona Charlies und das Aquarius. Und noch ein viertes. Ja. Ja, sobald man den Ascher umdreht und hier die Streichhölzer reinschmeißt, kriegt am nächsten Tag gleich eine zweite Packung hier rein, die so gefaltet ist. Weil ich wollte nämlich ein Paket nämlich schon mal wegnehmen. Aber es dann doch nicht gemacht. Man dachte, Streichhölzer kann man mal ganz gut gebrauchen, aber die taugen nichts. Also die funktionieren zwar, aber sind scheiße. Ja. Zack. Asche. Brauche ich nicht sowas. Das ist natürlich ein Raucherzimmer hier. Deswegen kann ich hier ja auch so unbeschwert, das kann ich jetzt auch nochmal machen, dampfen. Weil in Nichtraucherzimmern zu dampfen ist gefährlich, weil da die Alarmmelder losgehen können, ne? Weil die natürlich auf, die sprechen, glaube ich, ganz anders an, die in den Raucherzimmern, die sind ganz anders eingestellt. Also die können auch mal einen Stiefel qualmen ab, ne? Und dass sie losschlagen. Aber in Nichtraucherzimmern würde ich sowas nicht unbedingt ausprobieren wollen. Ich sehe es bei mir zu Hause, meine Rauchmelder schlagen da gerne an. Mittlerweile nun auch schon lange nicht mehr, weil ich zu Hause ja auch nicht mehr viel dampf. Aber in meiner Hochzeit, was das Dampfen anging, wenn ich da wirklich am Rumpesten war, am Rumgasen war, dann haben die Scheißdinger ausgelöst. Ne? Also das war schon heftig. Ne? Ja, meine lieben Freunde, das Auf-Ideen-Video ist hiermit beendet. Oh, da ist auch nicht mehr so unbedingt viel hier drin. Pepsi, Entschuldigung, Pepsi. Oh, ist das kalt. Boah. Und ich hoffe, euch hat dieses fantastische
herrliche, kunterbunte Auf-Eating-Video gefallen. Ja, ich weiß, weil in einem meiner letzten Videos war auch mal irgendwie so ein Kommentar zu lesen. Es gibt wohl jemanden, meine Zuschauer, meiner 7310 Abonnenten, wenn ich dieses Video online stelle, dann werden das wahrscheinlich wieder ein paar mehr sein. Gibt wahrscheinlich ein paar meiner Abonnenten, die mein Auf-Eating-Video damals im Cactus Pizza war das, glaube ich, ganz witzig fanden. Fand ich überhaupt nicht witzig. Aber egal, die fanden das jedenfalls lustig und dann dachte ich, und haben auch gefragt, so nach dem Motto, wann machst du mal wieder ein Auf-Eating-Video? Und dann dachte ich mir, okay, diese Gelüste werde ich jetzt mit diesem Video sozusagen bedient haben. So, meine lieben Freunde, mir fällt auch nichts ein, was ich noch erzählen soll. So, deswegen. Ich werde wahrscheinlich noch, nachher, vielleicht mache ich noch ein Auf-Eating-Video, wenn ich mir irgendwie Barbecue-mäßig da irgendwie ein halbes Schwein reinpfeife oder so. Muss ich mal gucken. Also die haben da richtig leckere Sachen, ne? Also zumindest das, was da so zu sehen war. Das Doofe war bloß, da standen keine Preise dran. Das finde ich mal kacke, wenn dann die einzelnen Gerichte da stehen irgendwie und was drin ist und hin und her und bla und blub. Und das klingt alles hochinteressant. Aber eben stehen keine Preise. Das heißt, man müsste dann mal fragen. Das ist immer blöde. Ne? Also, finde ich persönlich nicht so gut. Aber okay, bin ich ja hemmungslos. Dann frage ich eben nach. Was kostet das? Was kostet das? Was kostet das? Weil, jeden Preis zahle ich ja auch nicht. Ne? Ich will ungefähr wissen. Aber meistens, die Shops und die sind alle bezahlbar. Das ist alles nicht teuer. Das ist alles schon fair. Ja. Achso, nach Magneten habe ich auch geguckt. Irgendeiner meiner Abonnenten, ich weiß nicht, die E-Mail müsste ich noch haben. Moment. Entschuldigung. Warum rübsen und furzen ihr nicht? Hat euch das Essen nicht geschmeckt? Ja, rübsen und furzen ihr der Perle. Ne? Keine Panik, stinkt nicht. Die Lauten stinken nicht selten. Die Leisen sind ja, ihr kennt es ja, diese Leisen, diese Fiesen, die einen so aus dem Arschloch so... Die im Arschloch kreisen und dann den so leise so raussausen, ne? Säuseln. Ne? Ihr kennt es, wenn ihr im Bett liegt und da einen sausen lässt. Also dann, ne? Viele meiner Abonnenten werden da wahrscheinlich auch schon dran verstorben sein, an dem Gestank. Die Leisen sind nicht gefährlich, die Lauten sind gar nicht so schlimm. Normalerweise. Ja. Ja, bevor ich jetzt auch noch anfange zu kotzen oder sowas vor der Kamera. Ich wüsste keinen Grund, warum ich es machen sollte, aber irgendwas anderes Sensationelles passiert hier irgendwie, hier ohnmächtig werde oder so. Beende ich dieses Video, weil ich habe auch keine Themen mehr. So, Auf-Eating-Video ist hiermit beendet, meine lieben Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und tschüss.